Konkretisieren der Richtung. Aus Notsituationen eine Arbeitssituation schaffen. Die Relevanz jedweder Spur erkennen. Möglichkeitsbereiche präsent halten. Kontakte einstellen. Notbehelfe in Handlungsmustern erkennen, um sie nur in äußersten Notfällen zur Rate ziehen zu müssen. Nach eingetretener Erkenntnis durch Nervenstärke den erkannten Verstrickungen aufsteigend widerstehen. Die Zeit mehr wertschätzen, abstraktes Arbeiten perfektionieren. Der Aufmerksamkeit zum Eindringen in Relevanzbereiche verhelfen. Jeden Moment als Moment der Arbeit greifen. Konzentrationen überwachend lenken. Bezugspunkte in gesellschaftlichen Zusammenhängen verankern. Die Formen des Selbstausdrucks geschickt so wählen, dass diese selbst suggerierend und suggerierend für gerade neu konfrontierte Schnittstellen wieder und wieder die eigene angestrebte Rolle vergegenwärtigen. Schnell gelaufen, das Endspiel der Konsequenz im Feld der milliardenfachen Variierbarkeit. Zum Vorteil des Betrachters lässt die Lautlosigkeit Funktionen erfrieren. Und zum Wohle aller Beteiligten bereinigt sie und verdeutlicht Hingenommenes. Zahlreich erschienen sind beiläufig Tausende dieser auffällig beunruhigten Methodenzüchter, Tabellensystemgläubige aus dem System.
Das Interpretieren überlässt man besser nicht wahllos irgendjemandem, um nicht Gefahr zu laufen, die täglichen Entstehungsphänomene als untauglich zurückzulassen und dessen Potenzial im Inhalt zu trüben. Süßliche Planbarkeiten vermessen den Stich und bieten dem Erfüllungsvorschlag die zu nutzende Triebfedervariation. Und ob es sich nun lohnt, erneut diese meine mir bekannte Behausung voller Fragen zu betreten, oder sollte ich mich lieber doch mit Hingabe dem konstruktiven Vandalismus zuwenden und eure verriegelten Schlösser ausbohren? So, hier ist die Sehnsucht zur Erfüllung ihres Zweckes. Und Treuepunkte verschleudern sie überall da, wo die Voraussetzungen für eine Chance zum Tanz der Möglichkeiten eine schwache Bilanz ergeben.